So Leute, da sind wir wieder bei einem M15 Booster. Wie beim letzten Mal. Machen wir mal ab. Das ist immer noch, weil ich die günstig gekriegt habe. Direkt mal hier runter in den Müll. Und Spirit Token. Das ist cool. Und Gebirge. Okay. So, wollen wir nochmal gucken. Selbstloser Katar. Für ein weißes Mana 1-1. Könnt ihr für 2 Mana opfern, um allen euren Kreaturen +1/+1 bis zum Ende des Zuges zu geben. Schmelzen. Teufel. Wenn er ins Spiel kommt, fügt er eine Kreatur eurer Wahl und dir einen Schadenspunkt zu. Uff, ist für einen Mana 1-1 nicht schlecht. Vakuumschlinge, yes! Die braucht dich noch ganz, ganz dringend. Für blaues Mana Hexerei bringt dir eine bleibende Karte eurer Wahl zurück auf die Hand. Und was kein Land ist, brauche ich für das Deck, was ich vorgestellt habe. Mittlerweile habe ich sie dann. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, dann haben wir den Schrottplatzköter für 4 Mana 3-3 und wenn du ein Artefakt kontrollierst, kriegt der +2/+0 und Trampel. Ist okay. Plänker aus Kinsbale. 2 Mana 2-2 und wenn er ins Spiel kommt, können eine Kreatur bis zum Ende des Zuges +1/+1 geben. Den Weg freimachen. Zerstöre eine Kreatur mit deiner Wahl mit Verteidiger, also mit einer Mauer sozusagen. Für ein rotes Mana ist es okay. Hexerei. Netzwurfspinne. 3 Mana, 2-3 Reichweite und immer wenn sie eine fliegende Kreatur blockt, erhält sie +2/+0 bis zum Ende des Zuges. Kind der Nacht. 2 Mana, 2-1 Lifelink. Ist in Schwarz nicht schlecht. Anstimmendes Nashorn. 5 Mana, 4-4 kann nicht von mehr als einer Kreatur geblockt werden. Sehr cooles Teil. Gefällt mir. Fluchbeladener Geist. 4 Mana, 3-2 einschüchtern. Naja, es ist okay. Inbild des heraufziehenden Nebels. 4 Mana 2-2, andere blauen Kreaturen kriegen +1/+1. Und ihr könnt ein blaues tappen und eine Kreatur eurer Wahl Flugfähigkeit geben, solange sie blau ist. Also eine blaue Kreatur könnt ihr Flugfähigkeit geben. Aber nur die ihr kontrolliert, ist ein bisschen schade. Ach du Scheiße. Bunch of Text. 6 Mana 4-4. Immer wenn ihr ins Spiel kommt, könnt ihr aus eurem Friedhof, eurer Hand und oder eurer Bibliothek nach einer Aura-Karte suchen und sie an sie anlegen. Falls ihr euer Deck durchsucht, mischt ihr euer Deck. Okay, ist das jetzt die zweite ankommen jetzt? Ja, dann kommt die dritte. Xatrit Meuchelklinge, okay. 3 Mana 2-1 Fluchsicher, 4 Mana. Bis zum Ende des Zuges verliert sie Fluchsicher und kriegt Erstschlag Death Touch. Die ist cool. Gefällt mir. Und unser Rare ist Duldsamer Peiniger. 5 Mana, 5-3 fliegend. Und zu Beginn des Announcements dürft ihr eine Karte ziehen, falls Gegner nicht 3 Lebenspunkte bezahlt oder eine Kreatur opfert. Was sehr, sehr cool ist. Die spiele ich in dem 2015er Duels of the Planeswalkers. Wenn ihr da mal Interesse dran habt, könnt ihr mal in den Links und in der Playlist gucken. Da müsste eine drin sein. So, das ist das nächste M15 Booster. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr Bewertung da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ob ihr seht. Ciao, ciao.